Hallo, grüße euch Paraguay Live. Ich bin der Bit und heute ein wichtiges Thema, was Unfall bzw. auch Gesundheit angeht. Also bleibt einfach dran. Also, danke für eure Zeit. Viele von euch haben gefragt, was ist mit dem Pit passiert. Ist soweit alles in Ordnung. Heute erzähle ich euch, was vorgefallen ist und wie ich damit umgegangen bin und vor allem, wie ich es geregelt habe und zum Schluss, was es alles gekostet hat. Also, lohnt sich die Krankenversicherung? Ja. Oder nein? Diese ganzen Themen versuche ich es zu erläutern und euch die korrekten Antworten meiner Ansicht nach zu geben. Es kann sicherlich einen zweiten Teil geben, weil ich ja jetzt schon jetzt vermute, dass es in einem Video einfach viel zu lange dauert. Aber bleibt dran, es wird auf jeden Fall spannend. So, also für den ersten Teil, denke ich mir, wird es schon genug sein. Nochmal ganz kurz zum Schluss. Unfall kann jedem passieren. Ja, auch dir und euch dahinter genauso. Und da muss man einfach einen coolen Kopf behalten und einfach sagen, was macht man da? Und ich muss ganz ehrlich sagen, also dieser Arzt ist Top-Arzt. Es hat mir, also meiner Familie, mit sehr guten, preiswerten Lösungen weitergeholfen und das Problem letztendlich gelöst. Wie wir es gelöst haben, erzähle ich euch im nächsten Video, damit dieses Video einfach nicht zu lang wird. Okay? Falls ihr Fragen zum Unfallverlauf und dem Hashtag Unfall Pit oder Pit Unfall, wie auch immer, oder wie immer Hashtag Paraguay Live, könnt ihr die Fragen gerne unten stellen, wie man sich da verhält, was man macht, also zu dem ersten Teil. Ich denke, das sind auch wichtige Fragen, also die kamen schon per Telefon, per WhatsApp und vielen Dank für die Fragen, auch für die Genesungswünsche. Und wollte dazu noch mal einen kurzen Video machen. Also vielen Dank an euch, vielen Dank an alle Fans und die, die noch werden wollen oder möchten von Paraguay Live. Wie gesagt, das ist wirklich eine Live-Geschichte, die ich im zweiten Teil fortsetzen werde. Okay, also bleibt dran, teilt das Video, nicht vergessen, die Fragen unter dem Video stellen, diesbezüglich Likes nach oben, falls es euch gefallen hat, und wartet auf den zweiten Teil, wo ich euch meine persönliche Geschichte einfach weiter erzählen werde mit der Operation, wo wir es gemacht haben, wie teuer es war, wer es gemacht hat und wie wir die ganzen Ärzte oder Ärztetrupp, Team gefunden haben. Okay? Ist, denke ich, eine spannende Geschichte. Deshalb, das darf ihr einfach nicht verpassen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, einfach oben die Gelegenheit, draufklicken, Kanal abonnieren. Und links werde ich weitere empfehlenswerte Videos aus unserem Kanal empfehlen. Also, bleibt gesund, passt auf euch auf und auf jeden Fall nicht schlapp werden, sondern immer nach oben gucken und immer Daumen hoch. Mach's gut, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.